Und das hat irgendwas mit diesen Kabeln über das Schienennetz. Sieht realistisch aus. Na gut, also Holz kommt weg, Holz kommt weg. Wir brauchen allgemein ein paar mehr von den Baurobotern, kann das sein. Also gerade für solche größeren Aktionen. So, das hier muss alles weg. Das da muss weg. Wollen wir Skynet mal kurz umstellen? Ja, machen wir. Also Zug ist gleich durch, also gerade durch. Wir müssen uns da keine Sorgen machen, überfahren zu werden. Also hier rüber. Dann runter. Skynet Hallo sagen. Skynet anschalten und umstellen. Das Loch können wir da lassen. So, du. Bau doch bitte mal die da. Du hast keine grünen Chips. Warum? Das ist sehr komisch. Du. Ach so, für die Logistikroboter braucht man rote und für dich braucht man grüne? Okay, bring mal hier 10 Chips hin. Ich gebe dir ein paar so auf Vorrat. Na, sehr schön. Und die werden jetzt alle schon einsortiert hier? Ja. Okay. Das müsste jetzt also automatisch so weiterlaufen. Gut, mehr Holzfellroboter. Zug? Fragezeichen? Ne, komm rüber. So, nächste Frage. Wie kriegen wir das jetzt überhaupt hin? Ich hatte mir überlegt, oben so eine Kurve zu machen und dann hier runter und so, aber... Wenn wir eine Kurve machen würden da oben, müsste die Kurve durch das Erzfeld durchgehen. Das sieht doch doof aus. Oder weiter hoch und eine Kurve machen. Und wenn ich weiter hoch gehe, dann pinkel ich den da oben ans Bein. Das will ich nicht. Also ist meine neue Idee jetzt... Wir nehmen diese kurvigen Dinger. Machen wir auch hier unten wieder ein bisschen Platz für Schienenzeug. So. Wir nehmen diese... Oh, Bahn. Wir nehmen die kurvigen Dinger und machen einfach hier... So. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich hoffe es einfach mal. So. Dann so. Warum musst du weg? Du weg. So, und dann machen wir hier genau das andersrum. Das Schlimmste, was passiert, eins von den Dingern geht kaputt, von den Zügen. Ja, ich denke schon. Nicht so, dass die explodieren und die ganze Basis auseinanderreißen. Das wäre, glaube ich, ein wenig übertrieben. So, und dann hier gerade durch. Irgendwann mal, wenn die Roboter die richtigen Bäume weghauen. Oh, ich habe keine... Spitzaxt mehr, wollte ich sagen. Pickaxe. Durch, durch, durch. Also es scheint sich schon mal nicht zu tangieren, dass hier Weichen sind. Auch wenn da keine weichen Schalter sind. Aber ich denke, die wissen von alleine, wann sie welches Ding nehmen sollen. Also wenn ich jetzt hier... Angriff da unten. Mauern werden beschädigt. 9 Türme schießen. Nichts zerstört bisher. Ja, ist in Ordnung anscheinend. So, weiter da. Also wenn ich jetzt hier einen Stopp hinmache und sage, Zug, fahr von... Was? Zug, fahr von Home nach Erz 1, nach Erz 2. Dann wird er ganz normal hochfahren und wird er beim Runterfahren hier einen Stopp machen. Denke ich. Ja, gucken wir. Das heißt, wir hacken jetzt hier eine Schneise bis da hinten hin. Überlegt mir gerade was, wir könnten die Gleise bis ins Feld reinmachen. Nein, nein, das bringt nichts. Okay, wir brauchen jetzt hier unten wieder Fließbänder. Wir brauchen eine Stromversorgung. Das habe ich noch vollkommen ignoriert, aber das ist jetzt ziemlich nah dran. Ja, wir können einfach das Muster weiter erweitern und dann haut das schon hin. Wir brauchen nur noch ein paar mehr hiervon. Genau da. So, gib ihm. Das hier weiter. Aber lichtet sich schon. Sehr gut. So, so, so. Boah, Jungs. Mauer wird beschädigt, 11 Türme schießen. Das dürfte kein Problem werden. Oh, du stehst, glaube ich, falsch. Ja. So, so. Das ist echt ganz schön bescheiden groß, das Ding. Hm? Naja, größer als unser Minifeld da im Nordwesten. Das
trotzdem. Ich hätte so richtig gerne das da unten. Aber, ne? Wollen die Aliens anscheinend auch. Du weg. So, Licht. 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 Überall Licht. So, jetzt kann die Nacht ruhig kommen. Guti. Noch weg. Habe ich genug hiervon? Nö, nicht wirklich. Eins. Oh, du schießt falsch. So, so, so. Habe ich Fließbänder dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, da 50. Du runter. Oh, warte, wir können mit Unterirdischen arbeiten. Ja, das ist richtig fancy. Also wegen den Strommasten können wir es ja nicht oberirdisch gerade, ne, ziehen. Unterirdische Dingensbummens da. Bau mehr davon. So, darunter da hoch. Darunter da hoch. Das ist so lange her, dass wir mit denen gearbeitet haben. Und dann. Wie machen wir das? Wir brauchen hier gar keinen Zug. Wir haben hier einen Roboport. Aber nein, hier kommt eine Bahnstation hin, egal was soll. Es soll nicht praktisch sein, es soll Stil haben. Also wir hätten jetzt gerne Eisenkisten. Wir haben keine Eisen für Eisenkisten. Okay, dann baue Stahlkisten, verdammt. Oder haben wir noch irgendwo? Nee, okay. Da. Die müssen Abstand haben zu den Gleisen. Sagen wir mal so. Und dann nochmal unten das gleiche. So. Fährt hier hin. Stopp da. Wir brauchen so ein Zugstopper-Ding. Trainstop. Trainstop da. Du heißt jetzt Erz 2. Set Name. Und dann muss ich jetzt den Zug anhalten. Kann ich während der Fahrt auf einen Zug aufspringen? Ich denke nicht. Deswegen laufe ich jetzt mal schnell nach oben und hoffe, dass er noch da ist. Ich habe gerade den... Nee. Hä? Hätte schwören können, ich hätte gerade die Dampfspur gesehen. Na gut, dann warte ich halt hier. Und baue währenddessen ein paar Mauern. So, mauere mich ein. Das ist eine sehr gute Idee. Rest hier ist okay. Cool. Aha, so. Angriff? Mauern werden angegriffen. Drei Türme schießen nur. Das ist nicht gut. Wo? Da unten. Und wir haben keine Repair Packs. Ja, Repair Packs bauen. So, Zug. Du, stopp. Erz 2 hinzufügen. Und ich habe es falsch geschrieben. Also du fährst jetzt von Erz 1 nach Erz 2. Einsteigen. Fahren. 30 Sekunden warten. Ja, okay. In den 30 Sekunden brauche ich noch mehr Repair Packs. So, 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 so. Science Packs, nee, die wollte ich mir aufbewahren für das Forschungsdingens. Und jetzt sagt nicht, dass das kleine Fitzelbisschen fehlt, bevor wir Shooting Speed 5 bekommen. Das heißt, wir müssten jetzt 5 Science Packs oder so umwandeln. Nee. Ja, nee, komm. Wir machen jetzt mehr Science Packs, haben dann höhere Shooting Speed und können dann losziehen, neue Alien-Artefakte holen für neue Science Packs für die MK2-Rüstung. Du hast No Pass. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Okay, warte. Fahren einfach selber. Stopp. Was? Ah, hoho. Ganz ruhig. Okay, ich sitze drin. So, und jetzt würde ich gerne abbiegen. Kann ich abbiegen? Da. Nö. Okay, aussteigen.
Das ist komisch. Ist jetzt nochmal einen dahinter, nur für den Fall. Wird unten irgendwas zerstört? Ne, Mauern beschädigt. Doom. Run. No pass. Okay, dann du weiter nach unten. Können wir nicht irgendwie verschieben? Remove the station. Bye bye. Ey, Junge, ich wollte dich noch einstellen. Go to station. Weg ist das Ding. Okay. Ich hau erstmal meine Repair Packs hier in das Ding. So, so. Die werden dann hoffentlich abgeholt und dahin gebracht, wo sie hin müssen. Und der Zug ist jetzt weggefahren. Ich habe ihm gesagt, go to Earth. Ah, ist stehen geblieben. No path. Warum? Du hast hier so eine schöne Weiche. Magst du die Weiche nicht? Oh, warte mal, das sieht hier nicht so gut aus. Naja, doch. Müsste eigentlich genau passen. Gibt es dafür ein... Diese Rail-Signals sind nur dazu da, damit zwei Bahnen nicht kollidieren. Das hat nichts mit Weichen zu tun. Müssen wir es jetzt doch anders bauen. Das ist schade. Ich habe hier gerade so viele Bäume gefällt. Machen wir mal das weg. Ich mache ja keine Doppelweichen. Du weg. Und versuche jetzt einfach nur bis da hinten hinzufahren. Du, Erz 2, go to. No path. Erz 1, go to. Macht er. Home, go to. Macht er. Stop train. Nö. Okay, dann Erz 2 raus. Fahr weiter hin und her. Auch wenn du wahrscheinlich gar nicht mehr entladen wirst. Und wir machen das hier weg. So. Und lass uns was anderes einfallen. Wahrscheinlich dann doch oben die Kurve. Hier ein bisschen doof ist. So, na gut. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. So, überall Wald. Ja, vor allem, wenn wir jetzt hier oben eine Kurve rummachen, brauchen wir trotzdem noch hier unten so eine Anbindung. Das ist ein bisschen doof. Oh, gut. Ja, hier. Crunch mitten an den ganzen Drills vorbei. Ah, es hat sogar was. Oh. Strommasten sind im Weg. Weg. Schon hast du keinen Strom mehr, aber du meckerst nicht. Was zur Hölle? Oh, doch. Die da hinten scheint zu reichen. Okay. Die da haben jetzt keinen Strom, deswegen machen wir einfach hier mal zwei hin. So. Und ich sehe nichts. Machen wir hier Licht und Licht und Licht und mehr Licht. Licht und Licht, so. Cool. Du hoch, 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 weg. Hoch. Lasertürme. 1, 2, 3. Mauer. Mauer. Fertig. So, jetzt machen wir ganz schnell die Kurve. Damit die Jungs da oben nichts davon spitz kriegen. So. Und wir. Ah doch, da sind noch Schienen. Dann da einmal schräg. Und da ein bisschen gerade. Dann hier schon wieder runter. Ja, das war richtig. Da. So, kommt hier wieder an dem Erz für sich in der Flohn vorbei. Okay. Zim, 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 zim. 16 werden nicht reichen. Bau bitte noch mal ein paar mehr davon. Zieh das hier runter. Na komm, schneller bauen. Chop, chop. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Woran hapert es denn?
Stein. Und überall Bäume im Weg. Wie viel Munition habe ich noch? 17 Magazine. Ich hätte gerne einen Bulldozer. Oder kennt ihr diese komischen Maschinen, die sie in Real Life in Dschungeln benutzen? Diese Häckslermaschinen, die einmal durchrasen? Totale Umweltvernichtung oder sowas. Sowas hätte ich jetzt hier ganz gerne. Aber nein, ich kriege einen Buggy. Verdammten Strandbuggy auf dem Alien-Planeten. Der überall anditscht und sofort repariert werden muss. Krummel. Ist er noch weit? Ja. Okay, ich setze die Schienen, die ich jetzt noch habe, hier ran und denke, ich ist dann wieder runter zur Basis. Tank einmal auf und dann gucke ich weiter. Das ist echt schade, dass es so nicht geklappt hat. Also es kann gut sein, dass es so auch geht. Also in den Kommentaren wird bestimmt schon jemand schreien. Und dann kann ich es eventuell später bei den nächsten Basen anders machen. Aber jetzt wusste ich halt nicht, wie es geht. Das heißt, wenn ihr wisst, wie man das machen könnte mit dem System, wie ich es eben gerade hatte, dann immer her damit.